Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Herzlich willkommen, ich bin Markus Trantow, Chefredakteur von Turi 2 und ich darf heute nochmal die urlaubende Aline von Drateln vertreten. Bin hier aber nicht allein. Mit mir durch den Podcast führt heute Ann-Kathrin Weiß. Hallo Ann-Kathrin. Ja, hallo Markus und danke für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich diese Woche hier unterstützen zu dürfen. Ich freue mich auch. Schön, dass ich hier nicht allein bin, dass du mit dabei bist. Ich stelle dich kurz vor, du bist freie Journalistin und du bist unter anderem Co-Host des Podcasts Druckausgleich. Daher kennen dich die einen oder anderen Turi2-Leserinnen und Leser vielleicht auch schon. Und diesen Podcast machst du für das DJV-Magazin Journalist zusammen mit Luca Schmidt-Walz. Und für den Journalist hast du eine spannende Journalistin interviewt und die hast du auch als Gästin mitgebracht. Genau. Und ihr Name ist Isabel Bär. Ich habe selbst schon viel von ihrer Arbeit verfolgt. Und dann habe ich den Auftrag vom Journalist bekommen, quasi mit einer jungen Journalistin zu sprechen für die Schwerpunktsausgabe, die an der man nicht mehr vorbeikommt und die sich intensiv mit der Branche auseinandersetzt. Und dann war mir eigentlich sofort klar, mit wem ich da sprechen möchte. Und deswegen auch an der Stelle, hi Isabel. Und direkt die erste Frage, ganz locker, aber wie viele radikale Online-Communities hast du denn heute oder diese Woche schon bei deinen Undercover-Recherchen hochgenommen? Das ist ja bestimmt gar nicht viel Arbeit. Also diese Woche hochgenommen habe ich keine, aber ich habe natürlich eigentlich jede Woche damit zu tun. Also es ist auch meistens so, dass ich nicht nur an einer Recherche arbeite, sondern an mehreren parallel. Und aktuell ist da tatsächlich sehr viel los. Also da bin ich gerade auch ziemlich viel unterwegs. Bevor wir da jetzt so ein bisschen ins Detail gehen und über das Leben und die Arbeit von Isabel als Investigativjournalistin sprechen, geht es hier um die Themen der Woche und um unsere Thesen dazu. Wir haben alle eine These mitgebracht, die diskutieren wir jetzt gleich und am Ende gibt es dann für die These jeweils einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Die Themen der Woche. Und den Anfang überlassen wir natürlich unserer Gästin Isabel, bitteschön. Ja, also meine These ist, wir brauchen Journalismus in einfacherer Sprache, einfach auch aus dem Grund, dass wir den Journalismus, der in einfacher Sprache ist, nicht Leuten wie der Bild-Zeitung überlassen sollten, sondern ich glaube, das ist wirklich was wir in der Branche mehr beachten sollten. Würde ich auf jeden Fall zustimmen. Was mich interessiert hat, als ich deine These gelesen habe, gab es diese Woche vielleicht oder in letzter Zeit so einen Anlass, wo du gesagt hast, deswegen ja, möchte ich jetzt diese These aufstellen und darüber diskutieren? Also ich finde, diesen Anlass gibt es für mich immer wieder, weil ich einfach total schlecht in Fremdwörtern bin und es mir immer wieder so geht, dass ich dann bei Texten nochmal googeln muss, was bedeutet dieses Fremdwort, was heißt das eigentlich, was ist nochmal dieser oder jener Begriff, den ich nicht kenne oder auch bestimmte Bezeichnungen, die einfach dann nicht in Texten erklärt werden und schon vorausgesetzt werden. Das geht mir tatsächlich ständig so und es gibt so Worte, die ich auch immer wieder googeln muss, weil ich es einfach nicht mehr merken kann. Das kenne ich tatsächlich auch und auch mit deiner These muss ich sagen, Isabel, sprichst du mir ziemlich aus der Seele. Das ist ja auch bei Turi 2 so ein bisschen unsere Mission, ne? Jeden Tag so die Branchenmeldungen auf den Punkt zu bringen und das vor allen Dingen ohne in Buzzwords abzugleiten oder Buzzwords zu vermeiden und einfache Sprache zu schreiben, die wie gesprochene Sprache klingt. Deswegen, also ich würde dir einen Daumen hoch auf jeden Fall für die These geben. Was mir aber auffällt, ist, dass es gerade, vielleicht widersprichst du mir da auch oder vielleicht hast du andere Erfahrungen, gerade jungen JournalistInnen es gar nicht so leicht fällt, diese einfache Sprache auch tatsächlich zu schreiben. Oft sind die so verkopft, in Anführungsstrichen, dass fast alles akademisch, oder dass sie glauben, dass alles akademisch klingen muss. Und ich weiß es auch von mir selbst, als ich beim Radio angefangen habe, da war es so, da musste ich das richtig lernen, klare, einfache Sätze zu bauen. So eine Info pro Satz, Subjekt, Prädikat, Objekt, tralala. Wie ist deine Erfahrung? Ja, also das muss man auf jeden Fall lernen. Ich habe mein Volo ja auch bei einer Boulevardzeitung gemacht und ich habe da gelernt, wie schwierig es ist, so wirklich auf wenig Platz in einfacher Sprache Themen runterzubrechen, weil man muss dieses Thema wirklich komplett verstanden haben, um das hinzubekommen. Und das kann man aber lernen, aber ich stimme dir zu, dass es dass mir das auch auffällt, dass es vielen einfach schwerfällt. Ich glaube halt auch, weil viele vielleicht auch selbst gar nicht so sich mit Boulevardjournalismus auseinandersetzen, was, finde ich, sinnvoll sein kann. Also bei aller berechtigter Kritik, aber sich da mal anzugucken, wie die es schaffen, auf kurzem Platz
das, da ein Thema darzustellen. Mhm. Das ist schon echt interessant und man kann sich enorm viel abgucken. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man selbst viel dazulernen muss und auch viel üben muss, bis man das selbst hinbekommt. Mhm. In der Tat. Stichwort auch hier Social Media natürlich. Also da prägnante Sätze zu formulieren, Informationen zu übermitteln, sodass sie auch nicht missverständlich sind, weil einfach Zeichen auf Kacheln zumindest optisch so ein bisschen begrenzt sind. Ich finde, das ist eine unfassbare Herausforderung, merke ich auch immer bei mir bei der Arbeit. Und ja, ein Podcast ist dann manchmal genau das Gegenteil davon. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir uns einig, Daumen hoch für die These von Isabel, oder? Absolut. Genau, von mir auch. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der These von Ann-Kathrin. Genau, auch so ein bisschen aus aktuellem Anlass ist meine These, dass wir immer noch eine unzureichende Fehlerkultur haben, sowohl nach innen, also in unsere eigenen Strukturen, Redaktionen und Teams hinein, als auch nach außen, wenn eben dann mal Fehler passieren. Und ja, ich habe das Gefühl, jeden Tag, jede Woche kriege ich mehrere, ich möchte gar nicht sagen Shitstorms, aber zumindest öffentliche Feedbackrunden auf Social Media mit, wo gerade natürlich auch öffentlich-rechtliche Formate durchaus mal kritisiert und angegriffen werden. Ist nicht immer das Gleiche, aber ja, wo es auf jeden Fall viel Backlash gibt und gerade den Umgang damit finde ich extrem interessant. Ich glaube, dass wir da noch einiges lernen müssen. Fällt dir denn da gerade was Konkretes ein, Ann-Kathrin? Also diese Woche natürlich auf Social Media, ja, aus Osteranlass, die ganze Debatte, beziehungsweise, was heißt Debatte, der Post von Joyce, einer Comedian, die einen Witz über K.O.-Tropfen gemacht hat, eine Sache, die meiner Meinung nach gar nicht geht und vor allem die jetzt aber auch in der Nachbereitung, also wie sie dann letztlich mit den, ja, mit den Geschichten von Betroffenen etc. umgegangen ist, das fand ich ganz, ganz krass, ist aber natürlich ein nicht journalistisches Beispiel. Tatsächlich gucke ich mir jeden Morgen so ein bisschen an. Es gibt so ein paar Newsletter, wo man sich da auch informieren kann, was so die Debatten über zum Beispiel öffentlich-rechtliche Beiträge sind. Auch immer mal wieder wird da Funk erwähnt, die natürlich ganz viele verschiedene Inhalte vertreten müssen. Und ja, da gibt es immer wieder kleine und große Postings und da auf Social Media muss man natürlich da direkt drauf eingehen. Das wird nicht immer gut gemacht und da summiert sich das dann so ein bisschen über die Woche hinweg. Das, was ich mich so ein bisschen frage, ist, wie man da rauskommt aus dieser Fehlerkultur. Ich sehe das nicht nur aus dieser falschen Fehlerkultur oder dieser toxischen Fehlerkultur, die ich beobachte, sowohl was Twitter angeht, wenn da mal journalistische Fehler diskutiert werden, die werden eben nicht diskutiert, da ist immer ganz viel Häme und ganz viel Zuspitzung dabei, aber auch in den Redaktionen selbst. Ich finde, dass oft viel zu wenig klar gemacht wird, dass Fehler genauso Teamleistungen sind wie Erfolge, die man feiert in der Redaktion. Ja, vielleicht muss man da so ein bisschen den Fokus in die Richtung schieben. Absolut. Ich finde auch, eigentlich gehört Fehlerkultur mit in die journalistische Ausbildung. Also bei mir an der Journalistenschule, da haben wir nicht über Fehler gesprochen. Und ich finde, genau das ist aber total wichtig, weil in jeder anderen Arbeit, wenn man in der Ausbildung ist, wenn man dort anfängt und auch wenn man diese Arbeit später ausführt, ist doch klar, dass man früher oder später einen Fehler machen wird. Und das ist im Journalismus nicht anders. Jeder von uns macht Fehler, aber man hat sehr lange überhaupt nicht drüber gesprochen. Ich finde, es bewegt sich schon was. Es gibt ein paar Leute, die über Fehler sprechen und da schon vieles angestoßen haben. Aber ich teile auf jeden Fall die Ansicht auch von Ann-Kathrin, dass da noch ein weiter Weg vor uns liegt, weil das halt auch so verankert ist in der Branche, dass halt immer noch ein bisschen so das Gefühl bleibt, ja, wir dürfen eigentlich keine Fehler machen oder das kehrt man mal lieber ein bisschen unter den Teppich, aber so sieht halt nicht guter Journalismus aus. Vielleicht muss man auch grundsätzlich darüber sprechen, wie man sich Feedback gibt, in Redaktionen, aber auch nach draußen und vor allen Dingen nicht nur, wie man Feedback gibt, sondern wie man Feedback aufnimmt. Ich glaube, das Wichtigste, das ich aus den wenigen Semestern, die ich mal Lehrer werden wollte, mitgenommen habe, ist bei einem pädagogischen Seminar, dass mir da die Dozentin gesagt hat, du musst mit positivem Feedback, da musst du genauso kritisch mit umgehen, obwohl das natürlich schwierig ist, wie wenn dir jemand sagt, du bist der schlechteste Lehrer aller Zeiten, denn die Wahrheit liegt am Ende irgendwo dazwischen, ne? Ja, ich merke auch den Gedanken, was du erwähnt hast, dass es eben kein einzelner Fehler meistens ist, sondern dass das Ganze in Strukturen oder in einem Team funktioniert, dass Fehler gemeinsam auch gemacht werden, weil wir kennen es alle, es gibt mindestens das Vier-Augen-Prinzip und meistens noch viel, viel mehr Menschen, die daran beteiligt sind, von daher. Und trotzdem vielleicht ist das so ein, durch, ja. Genau, und vielleicht ist das auch der Ansatz zu sagen, wir sind nicht nur alle Menschen und wir machen alle Fehler, sondern das Ganze funktioniert auch nur mit guter Kommunikation und wenn man dann am Ende auch gemeinsam dafür gerade steht, wenn etwas eben schief läuft, weil das tut es bei uns allen jeden einzelnen Tag. Ja, dann also auch dafür Daumen hoch von mir jedenfalls.
Ja, von mir auch auf jeden Fall. Dann kommen wir zu meiner These, die geht noch ein bisschen konkreter auf ein großes Thema dieser Woche. Mich hat nämlich der wundersame Wandel von Xavier Naidoo beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich früher ein Fan war von ihm, aber seine Musik hat mich in meiner Radiozeit dann doch schon relativ intensiv früher begleitet. Und dass er jetzt wieder so in die gesellschaftliche Mitte zurück möchte, das hat mich erstmal positiv überrascht. Ist ja zu dem Video jetzt auch viel geschrieben und gesagt worden, das will ich gar nicht im Einzelnen bewerten. Ich will für mich nur sagen, dass ich das grundsätzlich glaubhaft finde und dass ich eine Einschätzung, die wir bei Turi 2 auch verlinkt haben, ganz passend fand, nämlich die These von Lea Richter, die sie auf Volksverpetzer zusammengeschrieben hat, dass Naidoo einen Präzedenzfall liefern könnte für reuige Verschwörungsverbreiter, die den Weg zurückfinden können. Wichtig ist da aus meiner Sicht vor allem, dass er es wirklich ernst meint, dass es nicht nur Worte sind, die er da bringt, sondern dass er Abbitte und womöglich auch Wiedergutmachung leistet bei den Menschen, die er verletzt und die er angegriffen hat. Und dann, das ist meine These, sollte die Gesellschaft so nach und nach und Schritt für Schritt natürlich, also das braucht Zeit, Stärke zeigen und ihm auch den Weg zurück ermöglichen, weil er eben ein Vorbild sein könnte für Ausstiegswillige. Und jetzt kommt ihr. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass der Weg zurück offen bleiben muss, weil wenn wir das nicht machen und wir als Gesellschaft jetzt sagen würden, so, da gibt es keinen Weg zurück, wenn du einmal so warst, dann darfst du nicht mehr zurückkommen, dann wäre das fatal, weil wir ja dann die Leute noch mehr abschotten. Gleichzeitig sehe ich es aber auch so, dass es natürlich nur funktioniert, wenn man dann auch wirklich aufarbeitet. Und ich habe mir ich habe mich jetzt nicht intensiv damit beschäftigt, habe nur ein bisschen überflogen, was er so in den letzten Jahren alles von sich gegeben hat. Und das ist natürlich schon echt heftig und krass. Und da fällt es mir dann schon schwer, dann zu glauben, dass man auf einmal sagt, so hier, jetzt verstehe ich auf einmal, dass das alles falsch war und dass das mit meinen Werten nicht zusammengeht. Also ich finde, da muss von ihm, von seiner Seite aus einfach auch eine ganze Menge kommen, um da eben das auch glaubwürdig zu machen. Weil im Moment fällt mir das noch schwer, das nachvollziehen zu können. Aber natürlich sehe ich es auch so, es kann sein, dass es für andere vielleicht auch den Weg ebnet zurück, die dann vielleicht auch merken, ich habe mich in was verrannt. Vielleicht auch welche, die einfach nicht so prominent sind wie er. Ne? So Verschwörungsgläubige gibt es ja in jeder Schicht und in vielen Familien und so weiter. Ja, ja, deswegen fand ich es auch gut, was du gesagt hast, dass es ein Präzedenzfall sein könnte, beziehungsweise was Lea Richter beim Volksverpetzer meinte. Es ist nicht so häufig, dass jemand auf so einer breiten Bühne, der so bekannt ist in so vielen verschiedenen Ecken und in so vielen verschiedenen Milieus auch leider, die sich auf Telegram etc. zurückgezogen haben, dass so jemand so öffentlich zurücktritt sozusagen von seinen vorherigen Thesen. Und ja, ansonsten fand ich auch noch so einen Take, den ich irgendwo auf Twitter gelesen habe. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wer die Quelle war. Aber fand ich den ganz interessant. Man muss sich das Ex erst verdienen, so wie sich das auch zum Beispiel Ex-Nazis erstmal verdienen müssen, zu beweisen, dass man auch wirklich aus diesen Strukturen ausbrechen kann und dass man keine Verbindung mehr in solche Szenen dann zum Beispiel auch noch irgendwie aufrechterhält und dass man sich zum Beispiel für Aufklärungsarbeit engagiert. Da gibt es ja ganz, ganz viele Wege. Und ich denke, das ist jetzt etwas, dem muss er sich jetzt auch aussetzen, dass da jetzt alle ganz genau hinschauen werden. Ja. Bleibt noch eure Daumenwertung. Ja, ich würde sagen, grundsätzlich Daumen hoch, weil ich finde, der Rückweg muss möglich bleiben. Nicht nur für Xavier Naidoo, sondern auch für andere. Ja, wichtiger Fall auf jeden Fall. Da danke ich euch für die Themen der Woche, die ihr mitgebracht und mit uns diskutiert habt. Jetzt dreht sich hier alles um unseren Gast, um Isabel Bär. Unser Gast im Kreuzverhör. Genau, das Kreuzverhör ist dadurch charakteristisch, dass wir kurze Fragen stellen oder schnelle Fragen stellen und du möglichst kurze Antworten gibst, liebe Isabel. Bist du bereit? Ich denke schon, ja. Okay, dann fange ich mal mit der ersten Frage an, nämlich wann wachst du morgens auf? Also aufwachen würde ich wahrscheinlich erst gegen 9, aber tatsächlich klingelt mein Wecker meistens früher und manchmal muss ich auch schon um 3:30 raus, wenn ich einen Dreh habe. Was machst du dann als erstes? Ich gucke auf mein Handy und versuche dadurch wach zu werden, was so semi-gut funktioniert. Welches Medium nutzt du dann als erstes? Manchmal tatsächlich gar keins, wenn ich gerade mitten in der Recherche bin, dann fehlt mir oft der Nerv dazu. Aber sonst auf zeit.de. Welche Medien sind für dich so im Laufe des Tages oder allgemein die wichtigsten? Da würde ich auch sagen zeit.de und ansonsten so das, was über Instagram und Twitter so in meine Timeline gespült wird, da gucke ich mir auch vieles an. Und der Spiegel, wenn mal wieder so eine krasse Recherche drinsteht.
Und welches Medium ist da vielleicht auch bei dir in letzter Zeit aus dem Fokus oder vom Bildschirm sozusagen weggerutscht? Also weggerutscht ist tatsächlich keins, aber es ist eins dazugekommen, und zwar die FAZ. Da habe ich ein Digital-Abo abgeschlossen, weil es dazu auch noch ein paar Bonuspunkte gab. Ja. Aber ich habe dann festgestellt, die Artikel sind gar nicht schlecht. Also da gucke ich auch manchmal rein. Ganz grundsätzlich, was reizt dich an Investigativjournalismus? Warum ist der für dich so wichtig? Also für mich ist es einfach ein ultra spannender Bereich, weil man am Anfang oft einen ganz kleinen Ansatz hat und erst mit der Zeit versteht, was alles dahinter steckt. Und oft ist es so, dass das Thema, das ich recherchiere, am Anfang ein ganz anderes ist als das, was am Ende dann als Beitrag erscheint. Und ich finde, das ist ultra spannend, weil es gibt dann immer wieder so kleine Durchbrüche, und das sind die besten Momente eigentlich in meiner Arbeit. Was meinst du denn, welche Voraussetzungen es braucht, um eine gute Investigativjournalistin, in Klammern Männer natürlich mitgemeint, zu werden? Also Neugier auf jeden Fall und auch ergebnisoffenes Recherchieren. Man muss auch dafür offen sein, dass man vielleicht was tot recherchiert und dann halt feststellt, okay, es ist doch nicht so skandalös, wie ich dachte, und ich muss das Thema begraben. Ist dir das schon mal passiert? Ja, natürlich, ist mir schon oft passiert. Magst du ein Beispiel sagen? Puh, ich weiß nicht, das passiert sehr oft, weil man kriegt vielleicht auch einen Hinweis und man stellt dann fest, nee, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein in letzter Zeit. Wie unterscheidet sich deine Arbeit von Recherchen von so Investigativ-Urgesteinen wie Günter Wallraff zum Beispiel? Also fällt mir jetzt als Erster ein. Ja gut, Günter Wallraff ist ja im echten Leben einfach undercover gegangen, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mache das online, also dass ich mich online als jemand anders ausgebe, was natürlich weniger Vorbereitung erfordert als jetzt bei Günter Wallraff, und ich glaube auch weniger Gefahr mit sich bringt. Aber auch man kann auch quasi online in eine Szene eintauchen, die einem sonst verborgen bleiben würde. Und das Interessante ist, dass es da keine Rolle spielt, ob man eine Frau ist oder ein Mann, weil man sich online ja ausgeben kann, als wäre man sein möchte. Fällt dir das leicht? Ja, tatsächlich, das fällt mir leicht. Also dich dann auch so in den Mindset von, keine Ahnung, einem alten weißen Mann zu begeben, oder? Also ich musste mich noch nie in den Mindset von einem alten weißen Mann begeben, aber ich finde es sehr interessant, weil ich lese mich natürlich davor auch sehr ein in die einzelne Szene, und ich verstehe dann auch, also man versteht ja dann mit der Zeit auch relativ schnell, wie die ticken, was da so los ist und so. Und das geht eigentlich meistens recht gut. Nur wo es mir schwer gefallen ist, tatsächlich war bei der Incel-Recherche. Da habe ich das zwar hinbekommen, das nach außen zu transportieren, aber es war mir nicht möglich, diesen Hass nachzuvollziehen, und das hat mich wirklich auch an mir zweifeln lassen. Gibt es darüber hinaus schon Momente bei deinen Recherchen in deiner Laufbahn, wo du gemerkt hast, dass jetzt da quasi deine digitale Tätigkeit mit dem realen Leben zusammenprallt? Ja, total. Also zum Beispiel habe ich zur Online-Drogenszene recherchiert und habe dann dort in der Gruppe einen Jungen gefunden, der sehr viel dazu gepostet hat, und habe dann sein Profil angeklickt und festgestellt, dass er gar nicht mehr lebt. Und ich habe halt zuerst seine Online-Posts gekannt und habe schließlich dann seine Eltern getroffen. Und das sind natürlich dann so Momente, so diese Online-Posts sind ja ein bisschen auch abstrakt, das kann man gut von sich auch wegschieben oder so. Aber wenn man dann im realen Leben die Leute trifft, die das betrifft, ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Und man muss sich klar machen, alles, was online passiert, hat eben auch Auswirkungen auf das reale Leben. Beziehungsweise online sind ja nicht irgendwelche User oder so, die nicht real existieren, sondern das sind ja wirklich Menschen. Und das wird einem dann so gegen Ende der Recherche vor allem immer sehr bewusst. Was war die gruseligste oder auch brenzligste Situation, in die du schon mal geraten bist in der Recherche? Da würde ich sagen, also das Gruseligste war, als mir jemand am Telefon gesagt hat, er würde wissen, wo ich wohne und so. Und das könnte man alles ganz einfach herausfinden. Das hat zwar nicht gestimmt, aber das war schon was, wo ich mich auch ein bisschen bedroht gefühlt habe. Du begibst dich ja bei deinen Recherchen seit Jahren schon in die Abgründe der Gesellschaft, wenn man das mal so plakativ sagen möchte. Wie hat das in der Vergangenheit oder auch aktuell dein Menschenbild dann beeinflusst? Also es ist tatsächlich so, während Recherchen, kann es sein, dass ich manchmal paranoid werde oder mich dann frage, wer von den Leuten, die jetzt hier um mich rum sind, denkt vielleicht genauso. Also besonders schlimm war es, als ich zum Thema Voyeurismus recherchiert habe und dann eben immer diese Sorge hatte, wo sind hier jetzt vielleicht Kameras installiert? Das ist auch geblieben tatsächlich, wenn ich auf öffentlichen Toiletten bin. Ich gucke immer, ob da irgendwo Kameras sind oder in Hotelzimmern und so weiter. Also manche Sachen bleiben auch tatsächlich. Oder ich habe zum Beispiel auch geändert, wo ich mich in der Bahn hinsetze, weil ich dann eben Videos gesehen habe, wie Männer onanieren und dann auf Frauen ejakulieren, ohne dass sie das merken und so. Ja. Und dass ich da dann halt drauf achte, wo ich mich hinsetze, damit ich alles gut im Blick habe. Also solche Sachen bleiben dann tatsächlich auch.
Das ist tatsächlich gruselig. Beim Stichwort Investigativjournalisten, da fallen mir zuerst ja Männer ein. Ne? Wallraff habe ich gerade schon genannt, aber da gibt es ja die Obermeiers und David Schraven zum Beispiel. Sind die Frauen unter den Investigativen eher in der Unterzahl oder treten sie einfach weniger laut, weniger breitschultrig auf? Ich glaube schon, dass Frauen noch in der Unterzahl sind und dass Frauen auch nicht so in diesen Investigativteams vertreten sind, in diesen etablierten Teams. Wenn man sich da die Frauenquote anguckt, ich glaube, die ist relativ gering. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die eigentlich Lust darauf hätten, investigativ zu arbeiten. Das merke ich auch daran, dass sich immer wieder junge Frauen bei mir melden, die darauf Lust haben. Nur der Einstieg ist halt schwieriger. Wie ist das bei Funk? Wie ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis in dem Team, in dem du arbeitest? Also bei mir im Rechercheteam ist das 25%, also wir sind 4 Leute und ich bin die einzige Frau. Ja, ist eine übersichtliche Quote, würde ich mal zumindest sagen, oder? Ja. Leicht zu errechnen. Eigentlich eine relativ offensichtliche Frage: Warum braucht es denn mehr Frauen im Investigativen? Also aus verschiedenen Gründen. Also ich finde, was Frauen mitgebracht haben in den letzten Monaten und auch in den vergangenen paar Jahren, war einfach auch diese Fehlerkultur mehr reinzubringen und auch andere Themen, also MeToo-Debatte, MeToo-Themen mehr aufzuarbeiten. Klar, da haben auch Männer mit dran gearbeitet, aber auch so Themen wie, wie geht man mit Menschen um, die traumatisiert sind, die man vielleicht für ein Interview sprechen möchte. All das sind wichtige Themen, die vor allem eben von Frauen bearbeitet wurden, auch in den letzten Jahren. Und ich wünsche mir da auch sehr, dass das auch mehr zu Themen werden, die auch Männer in gleicher Form bearbeiten. Und ich glaube einfach, dass es generell einem Team gut tut, wenn es divers ist, weil unsere Gesellschaft ist divers und es gehen sonst einfach Perspektiven verloren, wenn wir einfach nur Teams haben, die aus alten weißen Männern bestehen. Welches war die spannendste Recherche im letzten Jahr? Deine spannendste Recherche? Ja, ich glaube, das war eigentlich, also letztes Jahr kam ja auch mein Buch raus, das war für mich so das spannendste Projekt auch, weil während dieser Zeit die Protagonistin, mit der ich zu tun hatte, hat über Jahre Heroin genommen. Ich habe sie auch über ein paar Jahre dann immer wieder gesprochen und begleitet und sie hat dann aufgehört. Und das war für mich auch ein sehr schöner Moment, einfach das so mitzubekommen, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Und wenn du magst, was war das dümmste Kommentar, das du je zu deinem Äußeren gehört hast? Gerne im Arbeitskontext, aber wenn es woanders noch was Besseres gab, wenn du es teilen magst, auch gerne da. Also ich glaube, irgendjemand hat mal kommentiert, dass in meinen Haaren ein Vogel nisten könnte und jemand hat gefragt, warum mein Muttermal reflektiert und das war halt kein Muttermal, sondern ein Piercing. Aber das fand ich sehr lustig. Also ich kann über die meisten Kommentare wirklich echt lachen. Das finde ich groß von dir, dass du das kannst. Das können viele nicht, das muss man ehrlicherweise sagen. Zum Ende unserer Schnellfragerunde, die das hier immer noch ist, gibt es 7 Sätze zum Beenden für dich, Isabel. Ich fange mal an. Investigativjournalismus ist... Leider der Teil der Branche, der noch am wenigsten divers ist. Wenn ich nochmal zurück an den Anfang könnte, würde ich? Mir vieles nicht mehr gefallen lassen. Ein Format, das ich gerne absetzen würde, ist? Da fällt mir tatsächlich keins ein. Absolut wahr ist das Klischee, dass JournalistInnen? Total spät Feierabend machen, viel zu oft. Und absolut unwahr ist das Klischee, dass JournalistInnen? Ich glaube, es gibt kein unwahres Klischee für JournalistInnen. Auch eine steile These. Das war meine unangenehmste Recherche. Incels, absolut. Also die Frauenhasser im Netz. Zu diesem Thema würde ich gerne noch recherchieren. Das mache ich gerade schon, aber ich darf es nicht verraten. Okay. Wann gibt es das Ergebnis, damit wir es schon mal im Kalender markieren können? Das steht noch nicht fest, aber ich schätze noch dieses Jahr. Okay, alles klar. Wir behalten das im Auge. Das war unsere Schnellfragerunde. Und jetzt nehmen wir uns für die Fragen und die Antworten ein bisschen mehr Zeit. Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive. So, es geht jetzt um dich und um deinen Job. Es geht auch vor allen Dingen um den Zugang zum Journalismus. Damit beschäftigst du, Isabel, dich ja auch zum Teil. Da geht es um die Frage, ob es ein Studium oder ein Abi braucht. Darum geht es auch in dem Interview, das du an Katrin im Journalist gegeben hast. Wann war für dich eigentlich klar, dass du Journalistin werden willst? Eigentlich erst so mit 18, würde ich sagen, also oder 17, 18, so um den Dreh. Also davor wollte ich eigentlich Schreinerin werden. Wie kam es zu dem Wandel? Gab es da einen Anstoß, ein Vorbild? Vorbild würde ich sagen, war schon auch Günter Wallraff. Ich fand seine Recherchen mega spannend. Ich fand auch total interessant, also
Was mir auch sehr, mich sehr auf diesen Weg gebracht hat, war so der Deutschunterricht. So, wenn man zu Referaten recherchiert hat, und da habe ich ein Referat mal gehalten über Rechtsextremismus, und ich habe einfach gemerkt, mir reicht das, was ich online dazu finde, nicht aus, und ich möchte mehr dazu erfahren und so. Und das war schon so ein Beginnpunkt für mich auf jeden Fall. Du bist ja Journalistin, ohne studiert zu haben. Ich sag gleich, dass du meine Sympathien hast. Ich habe zwar ein Studium angefangen, aber ich habe es nicht zu Ende gebracht. Bei mir war das damals so eher so eine wirtschaftliche Entscheidung, ne? Geld verdienen versus arm weiter studieren. Wie war das bei dir? Warum hast du nicht studiert? Also ich muss sagen, ich hatte nach dem Abi zum einen echt keine Lust mehr zu lernen, mhm, und zum anderen hatte ich zum Glück einen Lektor auch in der Familie, der zu mir gemeint hat, du musst nicht studieren, und dann dachte ich so, komm, ich mache jetzt erstmal Praktika bei verschiedenen Medien und guck mir das mal an. Und ich wollte auch einfach arbeiten, ich wollte auch wirklich unabhängig sein, und ich habe dann nach 4 Monaten Praktikum bei den Nürnberger Nachrichten, haben die mir angeboten, als freie Mitarbeiterin zu bleiben, und das war natürlich total attraktiv, weil man ist dann einfach finanziell unabhängig, ich konnte einfach arbeiten. Und so hat es eigentlich angefangen. Wie steinig war denn darüber hinaus vielleicht auch noch dein Einstieg in den Journalismus aufgrund auch der vermeintlich fehlenden Qualifikation? Also wie oft wurde das beispielsweise thematisiert oder auf den Tisch gelegt, vielleicht sogar als Argument, dich dann nicht im Team zu behalten? Also das war natürlich immer wieder Thema. Man muss natürlich auch sehen, generell wird im Journalismus ja oft umstrukturiert und oft verlieren Menschen ihre Arbeit, also unabhängig davon, ob sie jetzt studiert haben oder nicht. Das habe ich sehr oft erlebt, auch bei Kollegen. Aber klar war das halt immer so, also 2 Argumente gab es immer, oder 3 eigentlich, du bist sehr jung. Dann hieß es halt so, naja, die kann man ja eigentlich auch aussortieren. So, dann du bist eine Frau, dann werden einem halt Investigativrecherchen nicht so zugetraut. Und dann hieß es halt oft auch, naja, du kannst ja noch studieren, geh doch einfach studieren. Und das ist was, das hat mich wirklich über Jahre begleitet. Und ich habe es irgendwann auch wirklich nicht mehr verstanden, weil ich mir dachte, wie kann es denn sein, dass ich einerseits zum Beispiel eine Titelgeschichte mache im Zeitmagazin, die auch für den Reporterpreis nominiert wird, und mir trotzdem Leute immer noch sagen, studier doch dies oder jenes. Und das habe ich nicht verstanden. Und das ist tatsächlich so, bei Vorstellungsgesprächen kommt dann oft auch immer noch die Frage so, naja, warum haben Sie denn nicht studiert? Und auch das finde ich eine Frage, die eigentlich total unangebracht ist. Hast du mal überlegt, das dann zu ändern, doch noch zu studieren? Oder war das für dich von Anfang an Tatsächlich wurde mir dann mal in der Redaktion gesagt, um mich weiter zu beschäftigen, weil man dann festgestellt hat, dass ich ja gar nicht studiere, dass man mir ein Praktikum anbietet, insofern ich mich zum Schein immatrikulieren lasse. Und das habe ich mir tatsächlich überlegt, bis dann eine Freundin von mir meinte, so, das machst du nicht, das ist Betrug. Und ich habe es dann zum Glück gelassen, bin ich auch echt froh drüber. Aber das war der einzige Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, weil ich dieses Praktikum unbedingt haben wollte. Aber ich habe das Praktikum dann eben nicht bekommen. Es gibt ja einige Medien, darunter auch ARD-Sender, die öffnen sich inzwischen für Menschen ohne Studium und für Quereinsteigerinnen. Aber es gibt auch welche, die halten dran fest, darunter zum Beispiel die FAZ, die du gerade abonniert hast. Oh, das wusste ich nicht. Warum ist es für dich nicht so wichtig, was jemand gelernt hat? Ich glaube, das kommt auch auf ganz andere Sachen an. Das merkt man so in der Redaktion. Es gibt Leute, die sind einfach gut und die machen diesen Job gut, und darum geht das. Es geht nicht darum, dass ich vorher dies oder jenes studiert habe. Das interessiert am Ende ja auch niemanden mehr. Also in der Redaktion, wenn man sich umhört, wer hat was studiert, da gibt es ja die unterschiedlichsten Studiengänge. Und das nächste ist, Journalismus ist halt einfach auch keine geschützte Berufsbezeichnung. Das kommt hinzu. Also dann verstehe ich auch nicht, warum man studieren sollte. Und ich glaube, was halt im Journalismus manchmal so ein bisschen falsch gedacht wird, ist so, ja, man muss eine bestimmte Reife mitbringen und deswegen sollte man vorher studieren haben und da diese oder jene Erfahrung gemacht haben. Aber gleichzeitig sehen wir doch, dass wir Leute in der Pflege arbeiten lassen und eine Ausbildung in der Pflege machen lassen, die zum Teil erst 16 Jahre alt sind. Und denen trauen wir das zu. Und die haben teilweise Verantwortung über Leben und Tod und treffen solche Entscheidungen. Und das trauen wir 16-Jährigen zu. Und dann sagen wir aber, naja, unter 25 kannst du kein Volo machen. Also das passt für mich nicht zusammen und ist halt auch so eine Selbstüberhöhung auf jeden Fall in der Branche. Was würdest du Medien und Medienmacherinnen und Machern sagen, die eben an dieser Einstiegsvoraussetzung festhalten, doch mal Beispiel FAZ. Wir haben bei Turi 2 gerade ausführlich mit Carsten Knopp, dem Herausgeber oder einem der Herausgeber, gesprochen. Der hat da ganz vehement am Studium als Qualitäts- und ein bisschen auch so als Eliteversprechen an sein Publikum festgehalten. Ja, das ist einfach nur falsch, weil Journalismus, wir sind doch Journalisten geworden, um Menschen zu informieren. Und wir wollen doch nicht nur Menschen erreichen, die selbst irgendwie akademisiert sind, die aus einem Akademikerhaushalt kommen, sondern eigentlich sollte unser Ziel doch sein, dass wir generell Menschen informieren mit unseren
Themen und dass wir Menschen auch mit Themen erreichen, die wir vielleicht in der Redaktion gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber wenn wir eine Redaktion haben, die gar nicht divers ist und Diversität bedeutet eben auch, Menschen ohne Studium in der Redaktion zu haben, dann decken wir manche Themen gar nicht ab und bekommen die gar nicht mit. Und ich glaube halt, so eine gute Durchmischung ist total gesund. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt die ganzen Akademiker aus der Redaktion verbannen möchte, sondern eine gesunde Mischung wäre einfach gut. Ja. Aber ich habe gelesen im Journalist-Interview, dass du auch Menschen schon abgeraten hast vom Studium. Ja, absolut. Vor allem, wenn diese Menschen dieses Studium nicht machen wollten, weil sie es interessiert. Ich meine, wenn es jemanden interessiert, würde ich nicht davon abraten. Aber wenn jemand einfach nur Journalist werden möchte, dann sage ich immer, mach erstmal ein Praktikum, probier dich aus, versuch freie Mitarbeit oder wende dich eben auch mit Themen zum Beispiel an mich und ich gucke, ob ich das irgendwohin weitergeben kann oder ob mir jemand einfällt, zu dem das gut passt. Also, dass man sich mehr ausprobiert. Ich habe einfach auch in meiner eigenen Laufbahn gemerkt, wie viel ich gelernt habe dabei, wenn ich es einfach mache. Und das ist ja eigentlich das Coole. Und ich finde auch zum Beispiel, ein Volo kann für einige Menschen, glaube ich, total attraktiv sein, weil bei einem Volo kriegt man keine Noten. Wie geil ist das? Ich fand das erste so Mal. Super. Das ist ein bisschen wie Waldorfschule, ne? Ja, das ist doch einfach geil. Also das ist doch eigentlich total attraktiv und das passt doch dann gar nicht mit diesem Leistungsgedanken so zusammen, also in Form von Noten und so, sondern es geht ja vielmehr darum, was für Themen bringt man mit und was für Ideen auch. Und gleichzeitig hier ein kurzer Einwurf von einer Person, die kein Volo gemacht hat und jetzt trotzdem Vollzeit als Redakteurin arbeitet. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht auch einfach darum, diesen standardisierten Prozess aus Prinzip aufrechtzuerhalten, oder? Also dieses, ja, man muss halt studiert haben, dann macht man Volo oder Journalismusschule und dann, wenn man irgendwie 32 ist, dann darf man das erste Mal Geld verdienen. So, willkommen im Journalismus. Und das finde ich persönlich auch ziemlich veraltet. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass halt viele diesen Weg auch gegangen sind und sich jetzt denken, naja, wieso sollte die jetzt das so einfach haben und jetzt dort einfach arbeiten dürfen, wenn ich das Ganze hier durchmachen musste, was natürlich eine falsche Einstellung ist, aber ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, dass man sich halt denkt, Mann, ich musste auch so lange warten und es hat so lange gedauert und so. Es ja niemanden dann einfacher machen sozusagen. Genau, richtig. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Das große Thema ist natürlich auch, oder eines der großen Themen ist natürlich auch Geld. Und du hast auch vorhin schon gesagt, Investigativjournalismus ist einfach noch nicht ausreichend vertreten und wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend gefördert. Aber wie finanziell leidensfähig muss man denn als Investigativjournalistin gerade in Zeiten von knappen Budgets, schwindenden Auflagen etc. am Ende sein? Das hängt total davon ab, wo man arbeitet. Wenn man in einem Team arbeiten kann und ein festes Gehalt hat, ist das natürlich easier und wie ein normaler Job. Aber wenn man freiberuflich arbeitet, ist das echt hart. Und da kann ich nur empfehlen, sich auch nach Stipendien umzugucken. Ich wusste lange nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Sonst hätte ich mich da auch viel früher drauf beworben. Oder halt zu gucken, wie man sich sonst finanziell absichern kann. Ob man vielleicht noch irgendeinen zweiten Job macht, um sich halt so Recherchen finanzieren zu können. Das ist natürlich mit einem enormen Workload dann auch geht das einher, aber ich glaube, dass es einem hilft, wenn man eine gewisse Sicherheit hat, weil was ich am belastendsten fand in der Zeit, als ich freiberuflich gearbeitet habe, waren nie meine Themen, sondern es war einfach diese finanzielle Sorge und die Strukturen in der Branche. Total. Im Journalist-Interview steht ja als Titel, wie sieht junger Investigativjournalismus aus? Und die Frage möchte ich jetzt nochmal ein bisschen bewusster mit diesem Blick auf Sexismus und auch Optik nochmal wiederholen. Wie sieht denn junger Investigativjournalismus im Jahr 2022 aus? Wie anders sieht er denn aus als vielleicht noch zu Beginn auch deiner eigenen Karriere? Also ich glaube, dass sich manche Leute heute mehr zurücknehmen würden. Die denken sich viele Sachen vielleicht nur noch und sprechen es nicht mehr so aus. Das hoffe ich zumindest. Ich glaube schon, dass sich da was bewegt, aber es bewegt sich halt einfach noch sehr langsam. Ich habe auch erst gemerkt, dass ich irgendwo wurde ich dann bezeichnet als unangepasst und ich habe mich dann gefragt, warum werde ich denn jetzt als unangepasst bezeichnet, weil ich Piercings habe oder was heißt das denn überhaupt? Ich finde, unangepasst hat für mich so einen negativen Beiklang, ja, total, und klingt irgendwie so, ja, als könnte ich mich nicht in ein Team einfügen. Und ich glaube, da muss man halt auch davon wegkommen, dass man Leuten aufgrund irgendwie ihres Aussehens bestimmte Eigenschaften zuschreibt, dass man sich denkt, oh, die hat Piercings oder die hat hier ein Tattoo und jetzt ist sie bestimmt total irgendwie nicht teamfähig oder so. Oder ich habe zum Beispiel auch schon
von Kollegen und Kolleginnen gehört, dass es dann heißt in der Redaktion, ja du hast doch ein Tattoo, du kannst jetzt hier mit irgendwie den Nazis reden, die haben ja auch Tattoos. Also, könnt euch ja über Tattoofarbe unterhalten. Kannst du also kann sich aber vielleicht auch mit Fußballspielern unterhalten, die sind ja auch nicht ganz unbekannt für ihre Tattoos. Ja, verrückte und ich glaube, da muss man halt ein bisschen so davon wegkommen. Oder auch, dass man dann schon für andere mitspricht. Also mir wurde zum Beispiel auch gesagt, so zu diesem, ja, ich soll meinen Nasenring rausnehmen, wurde dann auch gesagt, naja, weil sonst, wenn man mit Politikern spricht und so, dann nehmen die einen nicht ernst. Und ich denke mir so, also ich glaube nicht, dass, ich hoffe das zumindest nicht, dass das so ist. Und wenn das so ist, dann wäre das aber ja mein Problem und nicht das Problem meiner vorgesetzten Person. So, und ich finde, da muss man wirklich mal, also ich hoffe auch, dass sich da was bewegt, dass solche Sachen nicht einfach mehr so gesagt werden. Zumindest hat zu mir in letzter Zeit niemand mehr sowas gesagt und das ist ganz gut. Wann kamen diese Sprüche? Und mal als zeitliche Einordnung, wie viele Jahre ist das her? Ja, ich würde mal so sagen, so 5 Jahre ungefähr. Okay. Okay, ja, gut, seitdem ist vielleicht auch schon ein bisschen, ist gesellschaftlich ein bisschen mehr passiert. Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich viel verändert und ich glaube auch, was total geholfen hat, war, dass viele junge Journalisten und Journalistinnen öffentlich gemacht haben, was zu ihnen gesagt wurde. Und das hat was verändert, weil viele dann, glaube ich, auch gemerkt haben, oh, es ist doch nicht mehr so ein Safe Space, auch wenn ich das zu der Person vielleicht unter 2 sage, kann es trotzdem sein, dass es nach außen dringt. Und ich glaube, das hat schon auch bei einigen ein bisschen Umdenken angeregt. Und ich glaube auch, wenn PolitikerInnen zum Beispiel, die man interviewt, irgendwie respektlos oder so ein bisschen herablassend. Ja, herablassend, genau. Nehmen wir mal ein neutrales Wort, herablassend gegenüber jungen Kolleginnen sein wollen, dann schaffen die das auch, ohne dass man irgendwie im Gesicht gepierst ist. Das ist zumindest meine Erfahrung auf jeden Fall. Das glaube ich dir. Du selbst hast ja im Interview auch deinen Stil damit verglichen, mit dem Stil, der oft in Filmen oder Serien dargestellt wird. Gerade wenn es um irgendwelche investigativ arbeitenden JournalistInnen oder InsiderInnen etc., alle Menschen, die irgendwie mit einem Hoodie vorm Laptop sitzen, dargestellt werden. Wie wird das denn bei dir auch so im Alltag, also im beruflichen Alltag dann aufgenommen? Ist das dann ähnlich noch oder hat sich quasi auch dieser Bereich deines oder dein Aussehen, die Wahrnehmung deines Aussehens von der Wahrnehmung deiner Arbeit so ein bisschen schon gelöst? Also ich merke, dass das schon noch eine Rolle spielt, vor allem wenn, also jetzt glaube ich weniger in der Branche, aber wenn ich zum Beispiel irgendeine Aussage tätige oder so, dann merke ich oft, dass die Leute dann mein Aussehen kritisieren. Aber das finde ich eigentlich dann immer ganz gut, wenn ich das merke, weil dann merke ich, okay, sie haben keinen anderen Kritikpunkt an der Aussage gefunden, als dass sie jetzt auf mein Aussehen losgehen zum Beispiel. Ja, ansonsten merke ich das halt bei der Arbeit manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Interview führe oder so, dass dann manchmal gedacht wird, dass ich irgendwie gar nicht diejenige bin, die das Interview führt, sondern halt irgendwie die Praktikantin oder so. Du hältst also die Tonangel so. Genau. Und einmal genau, das ist mir erst kürzlich passiert, das fand ich sehr interessant. Da habe ich mir in der Redaktion, wollte ich mir eine Karaffe mit Wasser holen und da kam eine Frau an und hat mir dann gesagt, dass diese Karaffe mit Wasser nur für die Leute ist, die in der Redaktion arbeiten. Und ich habe mich dann gefragt, was sie denkt, wie ich denn in die Redaktion gekommen bin, aber ich habe sie einfach in dem Glauben gelassen, weil ich so baff war. Ja, also das passiert schon noch, auf jeden Fall. Hast du denn konkrete Situationen erlebt, in denen du sagen würdest, da waren die Reaktionen auf dein Aussehen oder auch auf deine Queerness so krass, dass du da dann aber auch nicht mehr, es ist nicht nur eine halblustige Anekdote war, sondern dass du da vielleicht nicht mehr weitergekommen bist, dass du nicht mehr weiterarbeiten konntest oder eingeschränkt wurdest in deiner Arbeit? Also was mich wirklich trifft, sind tatsächlich Sachen, wenn es um Homophobie geht. Ich hatte erst die Situation, da war ich auf einem beruflichen Termin und saß in einer Runde und es hat die Person, die neben mir saß, einen homophoben Witz erzählt. Mhm. Und ich saß da und dachte mir so, super, es war noch vor diesem Termin, ich dachte mir einfach nur so, ich will nur noch nach Hause, weil alle haben sich kaputt gelacht darüber, keiner hat gesagt, das ist total unangemessen, das geht nicht, das ist nicht lustig. Ja. Und mir war dann halt auch klar, dass den Leuten, die da sitzen, nicht bewusst ist, dass ich queer bin. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, so, also mein Coming Out war die schlimmste Zeit meines Lebens und habe dann auch am Tag darauf nochmal das Gespräch gesucht. Aber das sind wirklich so Momente, die treffen mich tatsächlich. Also über meine, also Sachen, die mein Aussehen betreffen, das ist mir wirklich egal. Aber das trifft mich dann schon ziemlich. Wer den Podcast Druckausgleich kennt, der weiß auch, dass ich sehr gerne versuche oder dass Luca und ich sehr gerne versuchen, konstruktiv sozusagen aus so einem Gespräch rauszugehen. Und deswegen nochmal abschließend an dich die Frage, wie schaffen wir es denn dann ein bisschen mehr,
uns von diesen standardisierten Bilder, von dem standardisierten Bild einer Journalistin oder eines Journalisten zu lösen. Also soll ich jetzt zum Beispiel den, würde ich sagen, relativ durchschnittlichen, was auch immer das bedeutet, Kleidungsstil hat, einen unauffälligen Kleidungsstil, soll ich jetzt an meinen Kleiderschrank gehen und alle weißen Blusen vielleicht verbrennen oder ähnliches? Oder wie können wir quasi gemeinsam das schaffen, dass es ein bisschen interessanter auch wird? Gesichtstattoo auf jeden Fall. Nee, also ich finde, man muss sich selbst treu bleiben. Also ich finde, es sollte jetzt auch nicht so sein, dass sich jetzt jemand unter Druck gesetzt fühlt, sich irgendwie jetzt krasser anzuziehen, als er das selbst möchte. Weil ich finde, man kann ja auch sagen, das kenne ich auch von manchen Kollegen, die sagen, ich trage beruflich was ganz anderes als privat. Und auch das finde ich absolut legitim. Das mache ich zum Beispiel jetzt nicht mehr. Aber ich finde das absolut in Ordnung. Und ich glaube, es geht da gar nicht so sehr darum, sondern es geht generell darum, dass wir aufhören, das Aussehen von Menschen zu kommentieren. Einfach so ungefragt. Und ich finde, da fängt es an und da geht es nicht darum, was der andere trägt. Das kann total eine weiße Bluse sein, die muss ich nicht kommentieren. Genauso wenig, wie wenn es irgendwas anderes ist. Und ich finde, klar kann man dann auch Sachen kommentieren, wenn man sich zum Beispiel gut kennt und dann auch besser einordnen kann, wie es gemeint ist. Aber wenn man sich fremd ist, ich denke, dann findet man auch andere Themen, über die man sprechen kann. Und ansonsten kann es ja auch einfach mal ausnahmsweise ein wohlgemeintes Kompliment vielleicht sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist selten, aber man kann es ja mal probieren. Isabel, zum Schluss unserer Runde, da gibt es immer noch zwei Fragen an unseren Gast, unsere Gästin, die jeder bekommt, so auch du. Die erste dieser Fragen ist, welchen Wunsch möchtest du dir noch erfüllen? Vor allem Recherchen mit bestimmten Kolleginnen durchzuführen, die ich sehr schätze. Das Problem ist nur immer, dass das meistens Leute sind, die selbst sehr beschäftigt sind und wir sagen dann immer, ja, das müssen wir unbedingt, wir müssen zusammen mal was machen. Aber das wünsche ich mir schon sehr. Und die letzte Frage, was soll über deinem Nachruf auf turi2.de stehen? Ich hoffe, dass ich bis zum Schluss im Investigativjournalismus gearbeitet habe. Also, dass man sagen kann, bis zum Schluss war sie Investigativjournalistin. Isabel, vielen, vielen Dank, dass du heute unsere Gästin warst, dass du dir Zeit genommen hast und nochmal mit uns darüber gesprochen hast, beziehungsweise hier das erste Mal. Und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, es war richtig cool. Auch von mir vielen Dank. Mehr über Isabel und ihre Arbeit gibt es in der aktuellen Ausgabe des Journalist, haben schon viel drüber gesprochen. Den Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Und diese Sendung, die gibt es ab 18 Uhr für alle, die später hier bei Clubhouse dazugekommen sind, auch als Podcast zum Nachhören auf den üblichen Plattformen Spotify, Apple und so weiter und natürlich auch auf turi2.de/Clubraum. Ja, und auch von mir, liebe Ann-Kathrin, ganz vielen Dank dafür, dass du heute meine Co-Moderatorin warst. Ja, mehr von dir im Druckausgleich-Podcast und vielleicht ja auch bald wieder an dieser Stelle. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir, Markus. Und ich würde mich freuen, wenn ich wieder eingeladen werden würde. Ich sehe da positive Zeichen, sage mal so. Sehr schön. In der kommenden Woche ist Aline von Dratel wieder aus dem Urlaub zurück und ich habe eine kleine Auszeit, freue mich schon drauf. Aline begrüßt dann hier Turi2-Gründer Peter Turi und den Gründer des E-Auto-Branchendienstes Electriv. Das Trio, das spricht anlässlich der Newsletter-Wochen bei Turi2. Die Newsletter-Wochen starten am Montag und wir feiern dann 6 Wochen lang den Siegeszug der Gattung Morgen-Newsletter. Und zwar anlässlich des 15. Geburtstags des Turi2-Newsletters. Für heute sagen wir Tschüss, wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Turi2-Community, schönes Wochenende, bis bald. Ciao. Turi2-Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.